Die Symphonie Diagonal von Viking Egeling aus dem Jahr 1924 gehört zu den Pionierarbeiten des abstrakten Animationsfilms. Sie basiert auf gezeichneten Vorlagen und besticht durch ihre reduzierte Ästhetik. Die Geschichte des experimentellen Animationsfilms oder hier des malerischen Animationsfilms reicht eigentlich zurück bis in die 1910er Jahre. Also so 1910, 1920 begannen Künstler, also hier insbesondere Maler, sich immer mehr an der Unbeweglichkeit des statischen malerischen Bildes zu stoßen. Und zum Beispiel die Futuristen versuchten dann Bewegung im Bild darzustellen und Maler wie Leopold Sauvage oder der schwedische Künstler Egeling begannen eben die Malerei, die gemalten Bilder im Film in Bewegung zu setzen. Die rund 30 Werke in der Kunsthalle Darmstadt, darunter Fotografien, Gemälde oder Videoarbeiten, loten die Grenzen zwischen Malerei und Bewegtbild aus. Sie reflektieren den malerischen Prozess im Film oder führen beide Kunstformen sogar zusammen. Eindrucksvoll zu sehen an der Arbeit Tassel der zeitgenössischen Künstlerin Lauren Gregory. Man erkennt ja zwei Figuren, wohl Männer, die miteinander balgen. Dann verschwinden die aber wieder und das Ganze sieht mehr abstrakt aus. Ganz interessant ist auch die Kameraführung. Das wirkt so, als habe jemand eine Handkamera gehabt und sozusagen das ganze Geschehen beobachtet. Es springt ständig hin und her zwischen abstrakt und figürlich, zwischen Dokumentation des Malprozesses und Aufzeichnen eines merkwürdigen Kampfes, der da auf der Leinwand stattfindet. Auch die Arbeit A Color Box von Len Lee vereint Film und Malerei auf ungewöhnliche Art und Weise. Der Neuseeländer malte abstrakte Kompositionen direkt auf den Blankfilm. Das Endresultat dieses künstlerischen Prozesses lief nicht nur in zahlreichen britischen Kinos, sondern wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Zu sehen sind diese und viele andere Arbeiten in der Ausstellung Malerei als Film noch bis Mitte Juli.